Эти три человека – водитель, организатор тура, он же экскурсовод и помощник водителя – сделали все, чтобы наше путешествие по Раджастану было незабываемым. И последний день путешествия нам сделали приятный сюрприз. Мы были приглашены на вечеринку в автобусе, в которой с удовольствием приняли участие. В полном разгаре. И ставшим же традиционным бам-бам-боли. На здоровье! Идет по второму кругу. Угощение по второму кругу. In diesem Umschlag ist etwas ganz Spezielles drin. Einmal ein Brief, den du dann auch deinem Unternehmen weitergeben kannst. Das heißt, du musst ihn übersetzen, denn die werden das nicht lesen können. Aber, was viel wichtiger ist, ich habe dir eine Münze beigefügt. Im letzten Jahr wurde 25 Jahre deutsche Wiedervereinigung gefeiert. Und eine Silbermünze, die einmalig im letzten Jahr verausgabt worden ist, ist für dich da drin. Super. Oh, wow. Das ist eine Erinnerung, die du sicherlich im Herzen behalten wirst. Und dir nochmal mehr als einmal Dankeschön. Denn was du für uns gemacht hast, ist vorbildlich. Es ist einfach unglaublich. Denn wir hätten vieles nicht erleben können, wenn er nicht immer wieder in vorbildlicher Weise alles umgedreht hat und sagt, da könnten wir aber auch noch und da habe ich für euch noch eine Möglichkeit und wir haben es genossen. Wir haben es alle genossen und dafür unseren allerherzlichsten Dank. Aber was Sie mitnehmen in unserer Tradition, unser Karma. Karma, was wir haben von unserer Gesellschaft, von unserer Arbeit gesammelt. So die Segnung von unseren älteren Leuten, von der egal, von wer ist das, einfach das zu mitnehmen, das hilft an unserem Leben. Was ich habe die Erfahrung gemacht. So immer, wenn ich das mit den Leuten von mir, warum das in meiner Familie, das niemals sagen, meine Vater du oder die Mutter du, immer das sie bleibt. So deswegen, sie werden auch von mir, manchmal gibt es auch die junge Generation, auch in unserer Gruppe, ich sage auch die junge Generation, auch. So, vielen, vielen Dank für unser Maharaja, nach einer Münze für mich zu geben. Ein Mann geht spazieren im Park, sieht auf einer Bank drei ältere Herren sitzen mit einer gelben Armbinde und mit schwarzen Zeichen drauf. Neugierig wie er ist, geht er zum ersten hin und fragt, Sie sagen Sie mal, was heißt denn das, was bedeutet denn das, diese Kristalle da bei Ihnen? Sagt er, nein, das sind keine Kristalle, das sind Schneeflocken. Ich bin schneeblind. Ah ja. Zweiten, bei Ihnen die Halbmonde, was heißt das, was bedeutet das? Ja, ich bin nachtblind. Das ist türkisch. Oder? Und dann fragt er den dritten, und Ihre drei Enten, was heißt denn das da? Das sind keine Enten, das sind Gänse, ich bin ganz blind. Mira. Mira ist ein indischer Name. Ja, was indisch ist. Lied geschrieben und gesungen. Krishna. Ihr könnt dann am Ende raten, was es war. Karaoke. Was nehmen wir denn mal? Clear throat. Möchtest du ein Rumfeuer haben? Süß. Wir klatschen nicht. Willst du alleine singen oder sollen wir mitmachen? Nein, nein, Tommy, lass mal gut sein. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Je vois la vie en rose. Il me prend et il est entré dans mon cœur une part de bonheur, donc je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a juré, c'est pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. После такого разнообразно-бурного выступления участников путешествия нашему экскурсоводу тоже предложили что-нибудь спеть. Он поведал, что пел один-единственный раз, когда делал предложение своей будущей жене. Но как ни старался, никак не мог вспомнить, что же пел он тогда. Но вот что значит талантливый организатор. Он не растерялся. Позвонил своей жене по мобильнику, и она выручила его. Моментально, не стесняясь, спела песню, которую много лет назад пел ей жене, делая предложение. Наш гид был спасен. Он вспомнил эту песню и спел ее нам. Далеке мехма хо гэ, пэле аап, фир бад мэ мэ, оке ааке, дэкте кя, дхире дхире аап мэре, далеке мехма хо гэ. Танке!
Вам понравилось? Подпишитесь на мой канал и познакомьтесь с другими моими фильмами.